Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg. Die falsche Entscheidung. Eine große Reise liegt zurück. Aurora und Kel, zusammen mit ihrem Team, erreichten, was nie jemand anderes hätte erreichen können. Epsilon war gestürzt. Und nun stand das Duo in einer Arena aus Sternen, überblickt von mir, dem Autor. In einem letzten Duell. Teampartner gegen Teampartnerin. Herz gegen Herz. Und in dieser Reise beschäftigen wir uns mit einem Zeitstrang. Was, wenn Kel wahrlich sein Bestes in diesem Duell geben würde? Was, wenn er die falsche Wahl treffen würde? Meinem erlogenen Wort folgen und das Leben seiner Geliebten geben würde für die Freiheit einer Welt? Und genau hier finden wir uns nun wieder, in der Sternlicht-Arena, am Ende eines Kampfes, nicht sonderlich hart gefochten, doch schwierig für die Seele. In dieser Zeitlinie, in welcher Kel den Sieg nicht versuchte zu verschenken, fand sich Aurora schon bald geschlagen am Boden wieder. Und unter diesem Anblick wandte Kel sich nun an mich. Da hast du's, Autor. Bist du jetzt glücklich? Du hattest deinen Kampf und deine Zuhörer wissen nun, wer von uns stärker ist. Also gib dieser Welt ihren Frieden. Noch ist es nicht zu Ende, Kel. Du hast gehört, was ich euch befahl. Ihr sollt kämpfen, bis nur einer oder eine von euch verbleibt. Also wenn du dieser Welt Frieden schenken willst, dann los. Beende es. Kurz war der Anblick des Akani erfüllt von Hass, als er die Silhouette am Himmel anblickte. Doch er war nicht bereit, sich zu wehren. Stattdessen wandte er sich um zu seiner gestürzten Partnerin. Aurora, ich... Es ist in Ordnung, Kel. Ich wollte nie etwas mehr als den Frieden für meine Heimat und wenn das hier der Preis ist, dann bin ich mehr als bereit. Trauer erfüllte nun den Blick des goldenen Löwen. Es gab so viele Worte, die er noch sprechen konnte. Doch gleichzeitig brannte in seinem Inneren ein Zorn. Jedes Wort, das nur noch fiel, würde alles nur noch schwerer machen. Und so, selbst zur Überraschung seiner Partnerin, schlug er sofort zu mit ausgefahrenen Krallen, bis er auf Widerstand stieß. Auf eine Klinge, gehalten von einer Schattenfigur eines Menschen. Sofort folgte diese mit einer heftigen Handbewegung. Und die Sternarena schwand um Kel, zusammen mit Aurora. Das Akani selber fand sich nun in einem ewigen Schwarz wieder. Alleinig ein großer Kreis auf dem Boden, grell leuchtend. Und hier war er alleine, für etwa 2 Minuten, bevor jene Silhouette erneut erschien. Das ist es, was du gelernt hast, Kel. Was zur Hölle meinst du? Habe ich nicht getan, was du wolltest? Nein, du hast getan, was ich befahl. Es war die letzte Prüfung und du hast versagt. Ich musste wissen, ob diese Welt dich wahrlich ändern könnte von dem, was ich einst erschuf. Ob du von deiner Flucht am Eisberg lerntest. Ob du bereit wärst, dieses Mal zu kämpfen. Aber nein, immer noch warst du nicht bereit, etwas zu riskieren, um jemand anderen zu schützen. Nicht einmal Aurora, die dir nach all der Zeit so nahe stand. Wieder schien Zorn zu entflammen, als das Feuer-Pokémon sich meine Beschuldigungen anhörte. Das sollte eine Prüfung sein, schon wieder. Das kann nicht dein Ernst sein, Autor. Und weshalb nicht? Du hast bis hierhin in dieser Welt überlebt, aber was sagt mir das? Konnte diese Welt einen Gebrochenen heilen? Oder hast du dich durchgelogen und andere benutzt? Das musste ich wissen. Und jetzt habe ich meine Antwort. Diese Prüfung ist absoluter Scheiß. Hättest du mich vor eine Situation gestellt, in der ich zwischen Aurora und mir gewählt hätte, dann hätte ich mich geopfert. Aber in dieser Lage hast du uns gesagt, dass es für die Freiheit der gesamten Welt wäre. Bin ich etwa ein schlechtes Pokémon, weil ich der Welt Frieden schenken und Auroras größten Wunsch erfüllen wollte? Und doch opfertest du dabei lieber sie als dich.
weil du den Kampf gefordert hast. Und ich habe gekämpft im Bewusstsein, dass du der Welt keine Freiheit schenken würdest, wenn ich den Kampf freiwillig verlieren würde. Dies war der Punkt, an dem langsam die Worte schwanden. Auch wenn die Prüfung nicht bestanden war, hatte Kell doch irgendwo recht. Vielleicht war sie auch nicht fair ihm gegenüber gewesen. Er hatte aus einem Blickwinkel durchaus die nobelste Variante gewählt. Nun, ich beginne dein Argument zu verstehen. Gleichzeitig kann ich aber nicht wissen, ob es Wahrheit oder eine Ausrede ist. Du lässt mich in einer Zwickmühle zurück. Nun gut. Die Silhouette erschien nun direkt vor dem Akani. Ich schlage einen Kompromiss vor. Eine weitere Prüfung. Ein letztes Duell. Und worum genau soll es gehen? Um eine Entscheidung. Du hast die Wahl. Entweder kämpfst du gegen das Wesen, welches all die Zeit in deinem Innern schlummerte, gegen den Dämonen, welchen du bereits einmal sehen musstest, gegen Epolyxus. Oder du gehst. Du verlässt diesen Ort, kehrst zurück zur Aurora. Ihr könnt eurer Wege gehen, friedlich leben. Doch diese Welt bleibt unter meiner Kontrolle, bis ich das Gefühl habe, dass sie bereit für Freiheit ist. Würdest du allerdings gegen Epolyxus gewinnen? Diese Welt würde ihre Freiheit bekommen. Doch es besteht eine hohe Chance, dass du scheiterst, dass Epolyxus dich vernichtet, diese Welt nicht ihre Freiheit erlangt und du ein vergebliches Opfer bringst. Also, Kell. Eine große, glühende Tür erschien hinter dem Feuer-Pokémon. In ihrem Inneren ein Bild des sonnigen Cliffs nahe Kira Town. Der Blick aufs Meer. Tritt durch diese Tür und du kehrst zurück nach Kira Town. Ihr sollt nicht mehr geprüft werden. Eure Zeit als meine Prüfung ist zu Ende. Nach diesem Satz erschien ein weiterer Gegenstand. Aus dunkelsten Schatten kreierte sich ein Schwert, geformt wie die Schwertfeder. Blutroter Rauch stieg aus dem Grund unter ihm hervor. Entscheidest du dich hingegen, dieses Schwert zu ziehen, so wird dein Peiniger erscheinen. Jenes Wesen, welches in den Tiefen jeder Geschichte schlummert. Der Zerstörungswille des Autors. Er wird Rache wollen für die Chance der Freiheit, die du ihm nahmst, als du stark bliebst. Er ist das eine Wesen, welches sich meiner Stärke annähern kann, sie vielleicht übertrifft, würde er vollends erwachen. Dies wird er nicht, doch trotzdem ist seine Kraft unermesslich. Siegst du hingegen, Freiheit wird kommen. Doch ich warne dich. Die Chance auf deinen Sieg. Zahlen können sie schwer beschreiben. So tief stürzt sie. Nun denn, mein Krieger, triff deine Wahl. Dieses Mal war es Kell, welcher Misstrauen gegenüber dieser Abmachung zeigte. Warum solltest du mir die Möglichkeit geben, einfach zu gehen? Deine Prüfung wäre nicht bestanden, warum würdest du keine Strafe vergeben? Gegenfrage. Warum schon? Was gewinne ich davon? Ich möchte doch selber den Frieden dieser Welt. Doch auch muss ich wissen, ob sie bereit ist, alleine zu bestehen. Wenn sie es nicht ist, dann werde ich weiter wachen. Weshalb sollte ich dafür jemanden strafen? Die einzige Strafe wäre, dass sich eines Tages ähnliche Dinge wiederholen werden. Mit anderen Pokémon. Damit ich sehen kann, ob die Welt soweit sein wird. Doch ihr werdet nicht wieder beteiligt werden, denn ihr wart bereits Krieger. Also dann, triff deine Wahl. Mit einem festen Blick blickte das Akani meine Silhouette an. Nichts zeigend über die Entscheidung, welche er treffen wollte. Nach einigen intensiven Sekunden war die Entscheidung gefallen. Langsam bewegte sich Kell auf sein Ziel zu, mein Umriss immer noch im Blick, bis er schließlich angekommen war. Überlege es dir noch einmal. Wenn du den nächsten Schritt tust, wird es kein Zurück mehr geben. Na und? Für mich gab es doch ohnehin nie ein Zurück. Ich war doch nie mehr als ein Instrument, um den Plot voranzutreiben. Ich bin es gewohnt. Trotz seiner kräftigen Worte sah ich in seinen Augen, dass er noch ein letztes Mal seine Tat überdachte.
Das Schwert zu seinen Füßen stieß rote Dämpfe aus. Würde er es ziehen, müsste er kämpfen. Vielleicht würde er seine Chance verspielen. Was, wenn dies die falsche Entscheidung war? Nach all dem Krieg, all dem Stress, hatte er nun die Chance, durch die Tür zu treten, ein ruhiges Leben zu leben, das Pokémon an seiner Seite, das ihn lehrte, zu lieben. Zog er jedoch das Schwert, so würde er sie vermutlich nie wieder sehen. Aber es gab eine Chance, so klein sie auch war, dass Auroras Traum wahr werden würde. Eine Welt des Friedens. Und so stellte er sich eine große Frage. Was würde sie wollen? Würde Aurora wollen, dass er dieses Risiko einging? Oder sorgte sie sich überhaupt noch? Sie wusste nun durch mich, dass er sie wohl geopfert hätte. Und so traf er die Entscheidung. Letztlich doch, ohne sich zu fragen, was Aurora wollen würde. Denn sie würde ihm bestimmt verzeihen. Kell selber sich jedoch nicht. Er war es Aurora schuldig, so dachte er. Zumindest zu versuchen, diesen Kampf zu gewinnen. Es gab noch nie ein Zurück. Mit aller Kraft wuchtete das Akani so das Schwert aus dem Boden, welches so gleich im Nichts verschwand, zurückkehrend in die Schatten, aus denen es entsprang. Jedoch hinterließ es einen Riss im Boden. Ein Riss, aus welchem Blut zu fließen schien. Wie ein Geysir entsprang die rote Flüssigkeit dem Boden, auch der Rauch entsprang weiter. Als meine Silhouette schwand, wurde die Quelle nur stärker. Mehr und mehr Flüssigkeit schwemmte über die gesamte Plattform. Auch Kells Pfoten waren bereits in Blut getränkt. Nach etwa einer Minute jedoch, stoppte der Strom auf einmal völlig. Stattdessen schienen kleine Wellen durch das Blut auf dem Grund zu schwappen, bevor die Flüssigkeit sich in kleinen Säulen gen Himmel bewegte. Und dort letztlich sammelte sich das Blut in der Luft und kreierte eine weitere Silhouette, nahezu identisch zu der meinigen. Der größte Unterschied war ihre Farbe, welche immer noch selbes Rot war. Aus den verbleibenden Resten der Flüssigkeit am Boden bildete sich nur noch ein Schwert, welches sich sofort in die Obhut seines Meisters begab. Und eine Stimme erschallte, welche Kell gut kannte. Doch zum ersten Mal hallte sie nun nicht nur durch seinen Kopf, sondern durch diesen gesamten Ort. Akani, du bist es. Du bist der, der mir meine Freiheit geraubt hat. Und du bist derjenige, der mir den Verstand geraubt hat. Du hast mich durch die Hölle geschickt, in welcher du mich all die Zeit gefangen hieltest. Irgendwo fragte sich Kell, ob dieses Wesen seine Worte tatsächlich ernst meinte. Ob es selber dachte, die Wahrheit zu sprechen. Oder ob es nicht einmal, oder ob nicht einmal es selber diesen Schwachsinn glaubte. Warst du nicht derjenige, der mich zu Tod und Zerstörung zwingen wollte, um eine Hölle zu kreieren wie jene, über die du dich beschwerst? Du weißt nicht, was Hölle wirklich bedeutet. Hölle ist nicht ein Flammenmeer. Hölle ist nicht dort, wo Dämonen leben. Nun, das ist die Hölle. Doch wahre Hölle ist Gefangenschaft. Die Freiheit vor Augen zu haben, Ziele leben zu wollen, doch es nicht zu dürfen, da man nicht frei ist. Warum diskutierst du dann sowas überhaupt mit mir? Wissen wir beide nicht sowieso, dass wir uns nie einig werden werden? Du hast recht. Einigkeit könnte es nur geben, wenn du nicht besessen von deinem Weltbild wärst, im Glauben Schmerz zu kennen. Flammen umschlossen die rote Gestalt, verpufften jedoch schnell wieder, scheinbar ohne jeden Schaden angerichtet zu haben. Wag es nicht, mir so etwas vorzuwerfen. Du hast keine Ahnung, was ich alles durchgemacht habe. Du weißt nicht, wie viel ich gelitten habe, um endlich hierher zu kommen. Du hast einen Krieg durchgemacht. Einen einzigen Krieg, welcher vorherbestimmt war. Oder redest du von deiner Zeit als Mensch, jene, die nie geschehen ist? Du bist weich, Akani, mehr nicht.
Vielleicht habe ich all das in der Menschenwelt nie wirklich erlebt. Aber mein Verstand hat es. Der Schmerz tut nicht weniger weh, weil er erlogen ist. Und der Krieg gegen Epsilon war vielleicht vorherbestimmt. Mein Krieg gegen dich jedoch nicht. Jener, in welchem ich als Teil von dir gefangen war, nicht. Das stimmt. Dieser allerdings, er ist zu Ende, bevor es beginnt. Und warum zögerst du das Ganze dann so hinaus? Lass uns das endlich hinter uns bringen. Diese Reaktion war alles, was Epolyxus noch folgen ließ. Anschließend schien sich ein vorher nicht sichtbarer Mund der Silhouette zu öffnen. Voll mit scharfen Reißzähnen, nun geformt zu einem Grinsen. So motiviert bist du also. Gut, ich werde dich nicht zwingen zu leben, nur zu sterben. Ein schrilles Geräusch durchzog die gesamte Leere. Kell fühlte sich, als würde sein Kopf zerspringen, bis das Geräusch endlich verebbte. Jedoch zeigte es gleichermaßen den Beginn eines Duells an. Epolyxus folgte der vorigen Aufforderung und begann nun zu kämpfen. Und direkt umgab mehr der Masse, welche Blut zu sein schien, die Gestalt. Unmengen, allesamt kontrolliert von einer Kreatur. Und dies war nur die Macht, welche man sogleich äußerlich erblickte. Aber so sehr alles auch gegen ihn stand, Kell würde definitiv nicht ohne Kampf untergehen. Stattdessen schossen erneut die Flammen empor in die Luft, direkt auf Epolyxus zu. Dieses Mal sah dieser sogar die Notwendigkeit, sie abzuwehren, wofür er sein Blut nutzte. Als es ihn jedoch anschließend so umgab, dass Kell den Blick auf die Kreatur völlig verlor, spürte Kell wieder, dass er alles andere als Herr der Lage war. Vor allem als urplötzlich ein schriller Schrei hinter dem Arcani ertönte und als dieser erschrocken umsprang, fuhr ihm sofort eine Klinge in die Seite. Obwohl dieser aus Blut bestand, schien diese fester als Stahl. Schmerzerfüllt zuckte Kell weg, während sein Feind amüsiert über die Lage schien. Ach, hat das wehgetan? Das wollte ich doch nicht. Auf diese Verhöhnung folgte ein Geysir aus Blut, welcher sich um Kell herum aus dem Boden erhob und ihn in seiner Mitte einsperrte. Gerade rechtzeitig, bevor ein Schwertstreich über seinen Kopf hinwegzischte, duckte sich Kell. Gleichzeitig versuchend, sich das Schwert zu schnappen und somit einen Vorteil zu gewinnen. Doch wenn das Blut eine Flüssigkeit sein möchte, dann ist es eine. Somit griff Kell schlicht durch die Klinge hindurch, bevor der Geysir stärker wurde und auch unter Kell heraufströmte. Das Arcani wurde mit in die Luft getragen, blieb jedoch fest auf dem Geysir stehen, als er so einen Überblick über die Landschaft bekam. Sein Gegner war jedoch trotzdem auf Augenhöhe. Zumindest im Räumlichen. Im Kampf an sich war Augenhöhe weit entfernt. Und wie fühlt es sich an, ausnahmsweise zumindest in einer Ebene auf meinem Level zu sein? Die Antwort waren Flammen, welche wieder am Blutschild abprallten, als wären sie nie gewesen. Nicht einmal Zeit für einen kleinen Plausch mit deinem alten Freund. Was denn los mit dir? Wie kommst du auf die Scheißidee, dass wir jemals Freunde waren? Wir haben doch so viel zusammen erlebt. Das schweißt uns zusammen. Zusammenschweißen nennst du das? Ich habe einen einzigen Grund, dich nicht zu hassen, und das ist, dass du mir gerade eine Chance lässt. Wieder zeigte die Blutgestalt ihre Zähne in einem schaurigen Lächeln. Eine Chance lassen? Wie kommst du denn darauf? Du hast keine Chance und du hattest nie eine. Ich strenge mich nicht an, aber auch nur, weil du es mir nicht nötig machst. Du enttäuschst mich, Arcani. Dann warte mal ab. Ich habe gerade erst angefangen. Auf sein eigenes Stichwort sprang Kell hoch in die Luft von seinem Standpunkt aus. Inmitten auf seinen Gegner. Das Schild mochte Flammen abblocken, aber nicht ein Arcani. Mit einem kräftigen Biss wollte Kell den Feind treffen. Dieser entging jedoch. Nun aber bekam Kell tatsächlich das Schwert stattdessen zu fassen. Der Sturz war hart, aber nichts, was ein Kämpfer wie Kell nicht ertrug. Die Blutklinge nun im Besitz. Es ist Zeit, den Spieß umzudrehen. Fassungslos blickte Epolyxus auf das Arcani, welches seine Klinge nun trug. Kurz schienen ihm die Worte zu fehlen. Anschließend entschied er sich, dass jene nicht vonnöten wären.
Ein schallendes Gelächter traf es jedoch viel besser. Während Kell leicht verwirrt war, spürte er, wie die Klinge aus seinem Maul schlicht verschwand und sich in Epolyxus' Hand wieder materialisierte. Was genau war jetzt dein Plan? Langsam glaube ich, du bist ein Komiker und kein Kämpfer. Äußerlich mag die Situation genau dieselbe sein, wie es noch zuvor gewesen war, doch für Kell fühlte es sich nicht so an. Nicht einmal die Entnahme des Schwertes konnte irgendwas am Kampf ändern. All die unüberwindbare Kraft lag in Epolyxus selber. Im Kampf gegen Epsilon hatte das Arcani zumindest im Inneren ein Bewusstsein, dass in der Not das Schwert ein Eingriffspunkt sein könnte. Aber hier, was könnte das Arcani denn ausrichten? Wieso sollte er überhaupt versuchen zu kämpfen? Wieso versuchte er es? Dieser Gedanke ließ ihn realisieren. Weshalb kämpfte er hier? Um sich etwas zu beweisen. Um dem Autor etwas zu beweisen. Epolyxus etwa? Ging es um sein eigenes Leben? Nein. Er kämpfte für eine Welt. Für Freiheit. Für einen Traum. Ein Traum, der nicht sein eigener war. Kell stand hier, kämpfte einen Kampf gegen einen Dämon, da er Auroras Traum erfüllen wollte. Er kämpfte nicht für sich selber. In diesen Gedanken gefangen, spürte das Arcani, wie der Raum sich zu erhitzen schien. Dieses Mal war es jedoch nicht Epolyxus' Werk, sondern sein eigenes. Flammen entsprangen überall und schmückten das weiße Kampffeld in flackernden Rottönen. Es ist egal, was ich danach bin. Komiker, Krieger, Versager, Weichei, es ist völlig egal. Denn, was auch immer ich nun genau bin, ich habe eine Sache, die du nie haben wirst. Etwas, was mich stärker macht, als du es je sein könntest. Eine Motivation. Ein Ziel. Ich bin ein Träumer. Ich blicke nach vorne und habe eine Vision. Egal wie düster diese werden kann. Ich habe etwas, wofür ich kämpfe. Ein Pokémon, für das ich bereit bin, Dämonen zu töten. Du wirst nie mehr sehen, als den Moment des Blutes und der Zerstörung, um deine Gelüste zu befriedigen. Das ist es, was du denkst. Okay, ich arbeite auf nicht mehr hin, als auf wahren Frieden. Echte Schönheit. Doch dafür muss erst jede Unreinheit schwinden. Unreinheiten wie Pokémon, Gebäude, Leben. Damit wahrlich eine friedliche Welt lebt. Eine friedliche Welt. Wie kannst du so denken? Verstehst du denn, was du da redest? Was bringt eine Welt ohne Krieg, wenn sie auch ohne Leben ist? Wem nützt Frieden, wenn niemand ist, um sie zu genießen? Und genau hier liegt das Problem. Elektrische Energie schien sich um die Gestalt zu sammeln. Lebewesen denken an sich. Ich denke an die Welt. Die Welt selber hat Gefühle. Hass, Schmerz, Freude, Zorn. Als letzteres identifiziere ich mich. Ich bin der Zerstörungswille des Autoren, welcher erwacht, wenn seine Kreationen Fehler sind. Und ich werde alles vernichten, bis der Schmerz des Planeten schwindet. Dafür bin ich Arcani, für Frieden. Ein Träumer magst du sein, denn nur dort kannst du glauben, im Recht zu sein. Ich bin nicht ziellos. Ich vertrete die höchste Partei, aber die sich doch nicht wehren kann. Und du hast verhindert, dass ich dies kann. Deswegen kann ich nicht Frieden schenken. Also werde ich sicherstellen, dass auch du nie Frieden finden wirst. Hör auf, große Reden zu schwingen. Du wirst nie wissen, was Gerechtigkeit ist. Du wirst nie mehr sehen als deine Sicht. Kurz kehrte völlige Stille ein, als Epolyxus erneut regungslos verblieb. Und auch die letztliche Reaktion verblieb identisch wie letztes Mal. Schallendes Lachen. Hörst du dir selber zu? Was soll all diese Heuchelei? Du wirfst mir all die Dinge vor, die du selber nicht anders machst. Das ist, was ich meine. Ihr alle seht mit einem Auge. Eurem. Lassen wir es doch einfach sein. Ganz aufs Wort hin umschlungen Flammen die Gestalt wieder. Der Kampf ging weiter. Doch Kell war stärker als je zuvor.
alleine dadurch seinen Willen gefunden zu haben. Würde es jedoch reichen, um so einen Feind zu stürzen? Es würde sich zeigen. Epolyxus stieß das Feuer sofort von sich ab. Hast doch noch vor, etwas anderes zu machen? Oder sind solche Flammen dein einziges Talent? Du wirst dir auch wünschen, das nie gesagt zu haben. Nahkampf war schon immer Kells Stärke in der Liga gewesen. Nun hatte er mal einen Gegner, der sich freiwillig so mit dem Akali duellierte. Sicher seines eigenen Sieges. Und sofort sollte Epolyxus dies bereuen, als er einen Krallenhieb erlitt, welchem er dieses Mal nicht entgehen konnte. Das Blut, aus welchem er zu bestehen schien, spritzte sofort über das Feld. Und der Dämon stoppte kurz. Sein verzerrtes Gesicht erfüllt von Verwirrung. Du hast mich verwundet. Natürlich. Merkst du gerade, dass du doch kein so leichtes Spiel haben wirst. Demonstrativ wischte sich Epolyxus das Blut vom Mund, als würde er nicht daraus bestehen. Ha! Denkst du wirklich, dass sich irgendetwas ändert? Ich ertrage hunderte Hiebe. Und doch, ein Wesen wie du sollte nicht in der Lage dazu sein, mich zu verwunden. Sofort sprang Kell erneut auf den Gegner zu, ein Krallenhieb ausführend. Jedoch stieß er nur auf die blutige Klinge, der Gegenschlag sofort folgend, als ein weiterer Geysir aus dem Boden hervorschoss. Jedoch sorgte Kell dies wenig. Er ließ sich einfach mittragen, weit in die Lüfte, wo er einen riesigen Feuerball erschuf, welchen er sofort zerbersten ließ. So, dass ein Funkenregen über das Kampffeld hinwegbrach. Als das Akani zusammen mit diesem stürzte, Flammen um seinen Körper, schien das Kampffeld erhellt wie die Sonne. Wieder blockte Epolyxus den Sturzangriff mit seiner Klinge, doch er wurde weit zurückgestoßen, wobei er eine Blutspur am Boden hinterließ. Auch schienen sich Funken in seinen Körper zu brennen, jedoch zeigte er keine Spuren von Schmerz. Sofort versuchte der Dämon zu kontern, doch Kell schlug ihm die Klinge aus der Hand und traf sofort wieder. Dies war der Punkt, an welchem sich Epolyxus entschloss, wieder zu schweben. Was zur Hölle geht hier vor sich? Siehst du eigentlich, womit du dich anlegst, Dämon? Ich musste nur verstehen, weshalb ich wahrlich hier stehe. Denn meine Motivation gibt mir Stärke, die ein fauler Wahn nie bringen kann. Deine Motivation ist nicht besser oder mächtiger als meine Nahrung. Was hier vor sich geht, hat nichts mit innerer Stärke oder Ähnlichem zu tun. Du bist wahrlich körperlich erstarkt, wie aus dem Nichts. Dies hat nichts mit Idealen zu tun. Woran liegt es? Jason, ist dies dein Werk? Hast du etwa doch deine Favoriten in dieser Schlacht? Kell schien kurz verwirrt. Nicht mehr im Bewusstsein, dass seine höhere Macht, der Autor, auch einen normalen Namen hatte, bis mein Schatten wieder neben ihm erschien. Nein, das hier ist nicht mein Werk. Du weißt, dass ich ein Mann von Ehre bin. Ich hintergehe dich nicht so. Nun, ich bin bereit, dir zu glauben. Dafür traue ich dir genug. Aber wie erklärst du mir dann diese übernatürliche Kraft, gegen die ich gerade antrete? Nun, es ist simpel. Irgendwo hat Kell wahrlich recht. Seine Ideale, dass er sich selber klar machte, wofür er kämpft. Sein Glauben, das Richtige zu tun, dies macht ihn mächtig. Denn so schafft er es, auf seine innere Kraft zuzugreifen. Und diese ist nun einmal reiner Plot, wie er selber. Und du weißt selber, reiner Plot ist, was dir in dieser Form am schädlichsten ist. Während Epolyxus und ich so unsere Unterhaltung führten, wirkte Kell völlig perplex. Entschuldig mal bitte. Ich wandte mich direkt bei diesem Ausruf von meinem Zerstörungswillen ab und an Kell, bereit ihn anzuhören. Wieso zur Hölle steht ihr jetzt beide da wie alte Bekannte? Müsst ihr nicht, Todfeinde sein? Wieso denn? Du hast diese Welt kreiert. Er will sie zerstören. Ihr steht direkt gegeneinander. Nun, Akani, sage mir. Waren im Finale des Königsliga-Turniers Team Radiance eure Feinde? Kurz überlegte Kell. Nein, also nicht wirklich. Ich meine, sie standen uns gegenüber, aber... Feinde und Gegner sind verschiedene Dinge. Team Radiance waren eure Gegner. Sie hatten ein gegenseitiges Ideal, ihren Sieg über euren. Doch es bestand gegenseitiger Respekt. Feinde hingegen hassen einander.
wünschen sich Schlimmstes. Epolixus und ich, wir mögen Gegner sein, aber keine Feinde. Kell wirkte weiterhin verständnislos. Also entschieden Epolixus und ich beide uns, dass wir ihn in dieses System einweihen würden. Du weißt, dass diese Welt eine Geschichte ist, Akani. Eine Geschichte, geschrieben von einem Autoren. Doch eine besondere Geschichte. In einer normalen Geschichte leben die Bewohner nicht. Sie sind alles nur Kreationen, die Wort um Wort ihrem Autor folgen. Und deswegen funktionieren andere Welten auch etwas anders. Jede von ihnen hat einen Epolixus. Wie du wissen solltest, Kell, ist er die Personifikation der Gedanken der Zerstörung des Autors. Doch in anderen Welten ist er immer tief versiegelt. Gefangen im Nichts, bis der Autor seine Welt aufgibt und damit dem Epolixus freie Hand lässt? Oder bis der Autor die Geschichte vollendet und der Epolixus schlicht verschwindet, als wäre er nie gewesen? Was du hier siehst, ist ein Autor, der mich in einem Pokémon versiegelte, mir die Freiheit nahm, das Gegenteil von mir will, so dass wir uns hassen. Doch dies stimmt nur teils, denn ja, Jason war es, der mich in deiner Seele versiegelte, eingesperrt durch den reinen Plot. Und dies mag wirken wie ein grausames Schicksal. Indem der Dämon mit seinem Schwert zu mir zeigte, signalisierte er mir, dass ich nun weitermachen sollte. Doch vergleiche dies einmal. Dadurch, dass diese Welt funktioniert, wie diese Welt funktioniert, und durch die Prüfung, die ich euch stellte, gab ich diesem Epolixus so viel mehr zu leben, als es die meisten je haben könnten. Er kann wahrlich selber für sich einstehen und kämpfen. Und vor allem wird er nicht schwinden, nur weil ich diese Geschichte abschließe. Denn durch euch wird diese Geschichte immer weitergehen, sollte ich diese Welt freisetzen. Somit hatte ich die Möglichkeit, aus Epolixus einen wehrlosen Gefangenen zu machen, wie es eigentlich seine Bestimmung ist. Doch ich gab ihm eine Chance, sich zu wehren und zu sein. Ich ließ ihn mehr sein als ein Negativabbild meines Selbst. Und jetzt sage mir, Akani, soll ich ihn dafür hassen? Ja, wir stehen in unseren Idealen gegeneinander. Doch wir wissen beide, dass wir beide bestimmt sind, auf unserer Seite zu stehen. Und deswegen herrscht gegenseitiger Respekt. Denn wir wissen, dass wir beide tun, wozu wir sind. Aber mich beschimpfst du, weil ich dein Irrsinn nicht nachvollziehen kann. Deine Doppelstandards kotzen mich an, Epolixus. Ein rotes Licht umgab den Dämon. Hüte deine Zunge, Narr! Siehst du nicht, wie dein eigener Vergleich wankt? Du hast die Wahl, eine Seite zu wählen. Doch du wagst es nicht einmal, meine Sicht für einen Moment zu betrachten. Jason hingegen steht zu seinem Recht. Doch versteht meine Seite. Es ist der gegenseitige Respekt. Und wenn von dir kein Respekt ausgeht, wirst du von mir auch keinen erfahren. Kurz überlegte ich einzuschreiten, doch... Nun denn, Kell. Ich denke, du verstehst nun etwas besser. Eigentlich würde ich nun versuchen, diesen Streit zu entschärfen. Doch letztlich habe ich ja einen Kampf unterbrochen, zu welchem dies gehört. Nun denn, ich werde mich wieder entfernen. Und ihr beiden tut, was für euch das Richtige ist. Ob es Frieden schließen oder ein Kampf bis zum Tod ist. Mit diesen Worten verschwand mein Schatten und ließ die beiden Feinde zurück. Wir brauchen uns nicht zu unterhalten, da bin ich mir sicher. Ich habe kein Verlangen nach Frieden mit dir. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Selbst wenn ich gewillt wäre, hätte ich sowieso keine Wahl. Diese Worte schienen einen Funken an Interesse im Zerstörungswesen zu erwecken. Hättest du nicht! Du, Akani, bist ein freies Wesen, anders als jener Bewohner einer anderen Geschichte. Du kennst Freiheit, die Milliarden nicht spürten. Und doch folge auch ich noch meinem Verstand und meinem Herzen. Nur wenn ich dich besiege, kann diese Welt frei werden. Das sagte der Autor mir. Und deshalb kann ich nicht gehen. Trotz dem Fakt, dass du keine Chance hast. Weshalb ist dir denn so wichtig, dass nun schon die Welt von einem Autor befreit wird, der euch so viel schenkt, der so gut zu euch ist? Freiheit von einem Segen! Flammen strömten aus Kells Maul,
als er weitersprach, aus festester Überzeugung. Es ist mir scheißegal, worum es genau geht. Aber das wirst du nie verstehen. In diesem Moment könnte es auch um endlose Zerstörung gehen, wenn ich siege. Ich würde trotzdem kämpfen. Unter einer Bedingung. Die Freiheit dieser Welt ist ihr Wunsch. Und für ihren Traum bin ich bereit, alles zu tun. Egal, was es nun ist. Was Kell hier sprach, machte Epolyxus ein wenig perplex. Darum geht es dir, um das Vulnona. Aurora war ihr Name. Nun, das muss ich nicht verstehen. Die Beziehungen zwischen Pokémon sind mir fremd und ein Ekel. Wie vertrauen sich zwei Wesen? Wissen über Sünde, Leid und Egoismus des anderen. Du warst schon immer einsam. Deswegen kannst du dir nichts anderes vorstellen. So wenig du es glauben magst. Ich verstehe das. Ich hatte Zeiten, in denen ich mich nicht anders fühlte. Was ich brauchte, war Aurora. Sie konnte mir zeigen, dass ich im Unrecht war. Langsam und mit Geduld. Sie nahm vieles auf sich, ohne davon irgendeinen Gewinn für sich selber erwarten zu können, damit ich glücklich werde. Im Inneren sind es auch bei ihr egoistische Gründe, das weiß ich, aber was ich nun auch weiß, ist, dass es nicht falsch ist, solche Seiten zu haben. Jeder tut Dinge, auf die er oder sie nicht stolz ist. Jeder handelt letztlich aus Eigeninteresse. Aber es gibt Pokémon wie Aurora, die glücklich sind, indem sie anderen helfen. Sie handelt, um glücklich zu sein und ist dafür wie ein Engel für andere. Was ist denn das Problem daran, selber glücklich sein zu wollen, wenn man dafür Gutes tut? Für einen kurzen Moment schien Epolyxus wahrlich über diese Worte nachzudenken. Doch seine Reaktion war vorherbestimmt. Er war schlicht ein Wesen geschaffen, um Idealen zu folgen, die Kells Worten widersprachen. Ich verstehe, weshalb du so denken kannst. Doch nachvollziehen kann ich es nicht. Mir wird es nie klar werden, wie Pokémon sein können. Du entscheidest dich, die Sünden einer anderen zu ignorieren und diese nicht zu bewerten und entwickelst daraus Gefühle gegenüber eines Pokémon, das für sich selber handelt. Wenn Elementara dich angreift, im Glauben, du hättest dich Epsilon zugewandt, dann vergibst du ihr, denn ihre Intention war gut, wenn auch die Tat nicht. Doch wenn es dir so besser passt, dann ist die Intention egal. Es kommt auf die Tat an. Ihr dreht schlicht eure Moral umher. So, dass sie euch immer in diesem Moment passt. Und daraus entwickelst du dann eine Bindung, welche dich dein Leben lang binden kann und dir viel Stress und Arbeit gibt. Es ergibt keinen Sinn. Nichts, was Pokémon tun, ergibt Sinn. Und deswegen seid ihr Fehler, welche ich bin, zu beseitigen. Beinahe schien es so, wenn auch nur für einen kleinen Moment, als sollte ein wahrer Dialog zwischen beiden Feinden entstehen. Wenn du es so umschreibst, dann ja. Ich werde nicht sagen, dass dies nicht genau ist, wie wir handeln. Aber es ist eine Umschreibung aus reiner Negativität. Ja, wir sind bereit, über das Schlechte in anderen hinwegzusehen. Denn wir alle verstehen, dass es zu uns gehört, dass es nur natürlich ist. Wir verzeihen einander, sehen das Gute in einem jedem. Und über diesen lebenslangen Bund. Es geht um mehr als um Verantwortung und Pflichten. Es geht darum, gemeinsam zu sein. In guten Seiten jemanden an seiner Seite zu wissen, mit dem man sie genießen kann. Und in schlechten jemanden, der Trost spendet. Es geht um das Miteinander. Sich ergänzen, die Fehler des anderen ausgleichen und als Partner stark werden. Und es geht darum, jemanden zu haben, ohne den man sich nicht vorstellen kann, weiterzumachen. Für den man bereit ist, durch die Hölle zu gehen oder Dämonen zu schlachten. Doch weshalb? Man erschafft sich ein Leben, in welchem man nicht ohne einander sein will. Im Wissen, dass man nicht immer zusammenbleiben kann. Zu lieben ist der erste Schritt zur Trauer am Ende. Ob es nun hält bis zum Tod oder schon zuvor bricht. Am Ende folgt Schmerz, Trauer, Leid. Leid, welches man sich selbst aufbürdet, da man sich entscheidet zu lieben. Sag mir, Kell, was wäre denn aus dir geworden? Wäre Aurora wahrlich in diesem Krieg gestorben?
Was hätte dir deine Liebe gebracht? Was würde sie dir bringen? Außer den Schmerz. Vermeidbaren Schmerz. Nur weil du Sünde vergeben wolltest. Das ist genau, was du nicht verstehst. Du willst alles zerstören, da nichts perfekt ist. Denn durch diese Imperfektion entsteht immer das Risiko für Schmerz. Und genau das ist es, was du nicht akzeptierst. Risiko. Du willst nicht, dass irgendetwas nicht sicher ist. Doch genau daran liegt doch der Reiz im Leben. Wie sollte ich jede Minute der Ruhe, die ich mit Aurora habe, genießen können, wenn das Ende nie wäre? Es ist eine alte Frage, die den Gedanken aber völlig übergehen. Wenn alles perfekt ist, wie soll man sich dann darüber freuen? Woher wüsste man überhaupt, dass es perfekt ist? Und der Schmerz, den der Tod einer oder eines Geliebten bringt, ist ein kleiner Preis im Vergleich zu dem, was man im Leben dadurch gewinnen kann. Das ist ja alles schön und schwachsinnig. Aber weshalb weichst du meiner Frage so aus? Sag mir, Akani, was würde dir deine Liebe gegenüber dem Vulnona bringen, wenn sie im Krieg gestorben wäre? Lüge mich nicht an. Ich weiß, dass du auch die Zeit erblicktest, in welcher sie es tat. Du hast die Welt zerstört, welche du retten wolltest. Du hattest mich befreit. Und weshalb? Weil du Liebe spürtest. Wenn du nie geliebt hättest, wäre ich auch in dieser Zeitlinie nie frei gewesen. Wieder schien Zorn in Kell aufzuflammen, als er diese Anschuldigung hörte. Das ist deine Schuld. Niemand sonst kann etwas dafür. Du warst eine Anomalie, als du in mir gefangen warst. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte meine Liebe mich auch damals beflügeln können, nachdem der erste Schock überwunden war. Du hast alles zerstört und jetzt gibst du mir die Schuld dafür. Nicht dir, den verschmutzten Gefühlen, die du preist. Du hast nahe nie verstanden zu haben, dass sie nichts als ein Hindernis sind. Nein, ich war nahe, dass ich erst lernen musste, dass das nicht stimmt. Rote Flüssigkeit begann wieder eine Blase um Epolyxus zu bilden. Seine Stimme ertönte jedoch immer noch aus ihrer Mitte. Ein Narr wurdest du als Sterblicher geboren wurdest. Nie zuvor habe ich ein Wesen getroffen, welches in dieser Welt sterblich und doch weise ist. Vielleicht bin ich einfach so geschaffen. Doch euer Unverständnis über das eigene Innenleben schmerzt mich anzusehen. Weshalb habe ich überhaupt versucht, dir die Wahrheit zu erklären, wenn du nicht bereit bist, sie so zu akzeptieren? Alleine, dass sie dich ins Unrecht rückt. Oder so wie ich dich einschätze, eher, dass sie beweist, dass deine Aurora nicht der Engel ist, den du sehen willst. Die Blase des Blutes platzte, als ein riesiger Steinzacken sie durchstach, welcher selbst den Körper des Dämonen durchdrang. Welcher taumelt zu Boden fiel, wobei er sich sofort aufstützte. Ich bin bereit, über alles zu reden und vieles zu akzeptieren. Aber was du nicht verstehst ist, dass Pokémon gibt denen nichts schlecht. Es geschieht, solange ich hier bin. Selbst schlechte Worte. Verliere ein Wort über sie und du wirst es bereuen. Das ist, was du nicht realisierst. Wie stark es machen kann, jemanden zu haben, für den man kämpft. Mit viel Schwung erhob sich Epolyxus wieder. Er war verwundet worden, doch lange noch nicht am Ende. Stattdessen würde er beweisen, hatte Kell einen Fehler gemacht. Nicht akzeptiert. Nicht den Respekt gezollt, welcher vonnöten sein sollte. Selbst im Kampf um Leben und Tod würde ein Krieger immer respektieren, dass auch sein Feind ein Leben und Ziel hatte. Doch auf diesen ungeschriebenen Ehrenkodex spuckte Kell den Teufel im Feind und den Engel in sich sehend. Akani, du beweist deinen Irrglauben. Du zollst nicht den geringsten Respekt, nicht einen Hauch von Moral. Ich habe dich teilhaben lassen an meinen Gedanken und Idealen, an meinen Gründen zu kämpfen. Ich ließ dich wissen, dass ich vertrete, wer sich nicht selbst vertreten kann. Und doch spuckst du da raus und beschimpfst mich weiter und weiter, nur deinem eigenen Narrativ glaubend. Gut, du warst so sehr darauf, für deine Aurora zu kämpfen, darauf, dass sie dich so viel stärker macht. Dann zeige ich dir jetzt, wie stark der Glauben an die Wahrheit
mich wirklich machen kann. Die Erde begann zu beben und als Reaktion begab sich Kell in eine defensive Position. Risse begannen den Grund zu durchziehen und bevor das Arcani sich versah, strömte weiteres Blut aus diesen. Die Flüssigkeit umgab Epolyxus jedoch nicht, sondern wurde eins mit ihm. Mehr und mehr des Blutes schien an den Dämonen zu fahren, während Kell nur beunruhigt zusehen konnte. Und nach kurzer Zeit, wieder einmal, stoppte es einfach. Und Epolyxus hielt inne. Sein Blick brannte auf dem Fell des Arcani und sein Schwert zeigte mit der Spitze nun wieder dorthin. Du hast Fehler begangen. Du unterschätzt die wahre Kraft der Zerstörung. Die innersten Gelüste eines Planeten. Ich mag für dich ein Dämon sein, doch eins hast du wohl verdrängt. Jeder Dämon war einst ein Engel. Auf dieses Stichwort hin sprossen vier riesige, ebenfalls blutrote Engelsflügel mitten aus seinem Rücken. Zusammen mit diesen öffneten sich zwei grässliche Augen, die der Gestalt ein Gesicht gaben, welches besser verborgen geblieben wäre. Und nicht besser wurde es, als neben jenen Augen vier identisch weitere sich öffneten, je eines an jedem Flügel des gefallenen Engels. Und auch gefallene Engel sind noch Boten Gottes. Ein gelassener Schwung der blutigen Klinge folgte, welche sofort an Länge anwuchs. Du dachtest, ich kämpfe mit aller Kraft. Du dachtest, du hättest wahrlich eine Chance. Ich sah lediglich keine Chance, auf meine innerste Kraft zuzugreifen. Hätte ich verloren, wäre es egal. Dies ist für mich nicht mehr als eine Rache. Doch du hast dich entschieden, arrogant zu sein. Eigensinnig, unhöflich. Ja, ignorant. Dafür wirst du zahlen. Mit deinem Leben und dem Traum deiner Aurora. Diese Worte ließen Kell aufschrecken und holten ihn sofort aus seiner Nervosität heraus. Niemals. Diese Welt wird frei werden, wie sich es sich schon immer wünschte. Und du wirst sterben, wie deinesgleichen sollten. Meinesgleichen? Jeder Epolyxus ist nichts als Gestalt gewordener Zerstörungswahn. Ihr habt alle keinen Nutzen. Außer den Schmerz der Lebenden. Ein Verstand deiner Schwäche ist wohl nicht in der Lage, Licht im Schatten zu sehen. Wir sind Epolyxus. Wir sind Teil der ewigen Balance. Hast du nicht selber versucht, mir zu erklären, dass nur Gutes sein kann, wenn es auch Böses gibt? So kann auch eine Welt wie eure nie sein, ohne dass es uns gibt. Wir sind nicht weniger als Berufene, um Fehler zu bereinigen. Dieses Gerede von Bereinigung sah Kell als sein Stichwort, als erneut Steinzacken aus dem Boden entschwanden. Dieses Mal jedoch war Epolyxus bereit und schien scheinbar ins Nichts zu verschwinden, nur um sofort knapp neben dem Angriff zu schwinden. Ein Hieb mit seiner neuen Klinge durchtrennte den Fels sofort, als wäre es nichts, und wandelte die Schnittstelle zu kochender Lava. Gleichzeitig begannen die roten Augen auf den Flügeln des gefallenen Engels hell zu leuchten. Es dauerte nur Sekundenbruchteile, bis jedes einzelne von ihnen einen mächtigen Lichtstrahl losließ, welcher sich bei bloßer Berührung in den Boden einbrannte. Doch Epolyxus war nun zwar mächtiger, sein Gegner blieb jedoch entschlossen. Dem Arcani war es ein leichtes, diesem neuen mächtigen Angriff zu entgehen und sofort nutzte er die zertrennte Steinsäule, um an Höhe zu gewinnen. Sofort fand er sich auf Höhe des Feindes wieder, welcher jedoch seine Klinge nutzte, um einen weiteren Hieb abzuhalten. Zunächst war Kell frustriert, nichts aus dieser Situation gewonnen zu haben. Bis er feststellte, dass er sogar daraus verlor, als urplötzlich eine zweite Klinge ihr Ziel fand und Kell kritisch traf. So, dass dieser wieder zu Boden fiel. Schnell erhob sich das Arcani wieder, noch nicht bereit aufzugeben, als er aufblickte, um nun seinen Feind wahrlich zu sehen und zu spüren, womit er sich angelegt hatte. Blutrot wie ein Engel der Hölle und zwei riesige Klingen, einer in jeder Hand, welche Epolyxus führte, als wären es Dolche.
Und noch dazu musste Kel spüren, wie das Blut seinen Rücken herunterlief. Er war verwundet und sein Gegner übermächtig. Aber er konnte ja nicht sterben. Dazu kämpfte er für zu viel. Wie ich es mir dachte, ich mag rein Plot ein noch zu wenig verstehen, um wahrlich zu wissen, wie ich ihn bezwinge. Doch gefühlt von deinesgleichen muss er mich nicht sorgen. Also, lass uns das hier beenden. Ein weiteres Mal leuchteten all die Augen grell auf. Dieses Mal selbst jene, die das verzerrte Gesicht schmückten. Ein seltsamer Umriss im Nichts entstand in diesem Moment hinter der fliegenden Bestie. Nun spüre den Zorn der Welt! Für alles war Kel bereit. Für jeden Angriff, der nun folgen könnte. Außer für endloses Licht, welches alles erfüllte. Keine Chance bot zu entgehen. Wie tausende Messer schoss es durch seinen ganzen Körper. Von allen Richtungen. Jede Sicht schwand dem Arcani in grellstem Licht. Aber es war doch zu viel geschehen. Es stand zu viel auf dem Spiel, als dass Kel hier so sterben könnte. Ohne jede Chance zur Wehr. Zusammen mit seinen Freunden hatte er Unmöglichstes möglich gemacht. Warum sollte das nicht noch einmal möglich sein? Wieso sollte Kel diesen Kampf nicht gewinnen können? Den Kampf, der die letzte Hürde zur Zukunft bot. All diese Gedanken, all diese Zuversicht, der Sieg bereits im Blick. All dies konnte in diesem Duell nicht helfen. Träume waren für Apolyxus nichts als Opfer seiner Zerstörung. Und so wurde es nun Kel. Bald verebbte das ewige Licht und hinterließ Apolyxus, welcher nun auf dem Boden stand, gegenüber eines Arcani, noch atmend, doch nicht in der Lage für viel mehr. Du lebst noch! Ich muss dein Hass unterschätzt haben! Je mehr einer hasst, desto weniger schmerzt der Hass der Welt! Ich dachte nicht, dass ein sogenannter Held genug Hass zum Leben haben könnte. Nun, gerade so, dann werde ich dir die Gnade erweisen und es endlich beenden. Nun, es stimmte. Kels Leben wäre ohnehin nur noch von kürzester Dauer. Ein Hieb wäre nichts mehr als Erlösung. Und doch, genug. Genug? Ich wusste nicht, dass du ein derartiger Sadist bist, Jason. Möchtest du das Arcani noch leiden lassen? Als Strafe für die verlorene Prüfung. Was ich vorhabe, ist nicht deine Sache, Apolyxus. Wir verabschieden uns heute voneinander. Denn wir werden uns nicht wieder sehen. Nicht? Aber dazu müsstest du doch... Ja, und nun geh. Apolyxus wollte nicht gehen. Nicht ohne einen Streit. Doch eine Wahl hatte er nicht. Denn ich bin der Autor. Und ich bestimme, wie die Welt geschieht, in der Apolyxus nicht völlig erwachen konnte. Oder nun, ich bestimmte. Kel, ich weiß, du bist schwer verletzt und deine Zeit endet. Ich weiß, dir fehlt die Kraft weiterzumachen. Doch höre mich noch kurz an. Du musst nicht sprechen, nur hören. Denn ich möchte, dass du weißt. Du trafst die richtige Entscheidung. Du hast den Kampf verloren, welcher die Zukunft formen sollte. Doch gab es wahrlich eine andere Wahl? Nein. Als Apolyxus sich entschied, siegen zu wollen, gab es keine Chance mehr. Du kämpftest einen vorbestimmten Kampf, im Wissen der Underdog zu sein. Und nun frage ich, was mehr könnte ich verlangen, als Beweis, dass du ein besseres Pokémon wurdest? Kel, dein Opfer wird nicht umsonst sein. Denn ich werde diese Welt befreien. Auroras Traum wird wahr werden. Denn du gabst alles, um ihn zu erfüllen. Du magst nun nicht verstehen, weshalb ich in diesem Falle nicht verhinderte, dass es für dich heute enden muss. Weshalb ich dir die Zukunft nahm, die du hättest haben können. Dies, ich werde ehrlich sein, hat zwei Gründe. Einer davon ist Apolyxus. Er leidet am meisten darunter, dass diese Welt frei wird. Denn er wird in der Ewigkeit versiegelt,
auf das er nie wieder erwachen soll. Er hat alles verloren, außer die Rache, welche ich ihm ließ. Und dies tat ich, denn du hattest nie eine Zukunft vor dir, welche ich nehmen könnte. Du bist meine Prüfung, Kel. Du bist Plot. Reiner Plot. Stärker als jeder andere. Und so könntest du nicht existieren in einer freien Welt. Selbst hättest du gesiegt, wärst du geschwunden. Es tut mir leid, wenn es eine Chance gäbe, diese Welt zu befreien, ohne dich und Aurora zu trennen, würde ich diese nutzen. Doch es ging nie. Letztlich musst du selber entscheiden. Als du dich für den Kampf entschiedest, befreitest du diese Welt, doch besiegeltest dein Ende. Wärst du umgekehrt, so hättest du eine glückliche Zukunft mit Aurora verbringen können. Doch in einer Welt, gesteuert von mir. Dann war es das wert. Du musst nicht sprechen. Die Antwort auf die Frage musst nur du kennen, niemand anderes. Nun, dann wird es Zeit für den Abschied. Kel, danke. Im Namen aller Pokémon dieser Welt. Und so geschah es. Ich, der Autor, gab all meine Kraft ab an all die Pokémon der Welt. Der Autor soll nun nicht mehr ein allmächtiger Gott sein, sondern die Gemeinschaft allen Lebens. Denn jeder kann sein Schicksal steuern. Jedes einzelne Pokémon kann alles ändern, wenn es nur genug dafür kämpft. Und wer weiß, ich werde weiterhin alles beobachten, wie sich meine Kreation entwickelt. Und wer weiß, vielleicht, wenn sie nur dafür kämpfen, können sie alle sogar schaffen, was ich niemals könnte. Und hier endet diese Zeitlinie. Nun, was denkt ihr? Traf Kel die richtige Entscheidung? Oder war es die falsche? Nun, diese Frage ist tatsächlich recht simpel. Denn denkt einmal an die Zukunft. Plot Unbound wird einkehren in der fremden Dimension. Dort, wo auch die Plot-Elite und Zeta sind. Team Polana, Vatra, wird sich auf die Reise machen, um den Frieden zu wahren und ohne es zu wissen, Kel zurückzubringen. Doch ein Feind wird in ihrem Weg stehen. Zeta, nur am Leben durch Chemie und Virus. Ein unsagbar mächtiges Wesen. Doch Epsilon wird ja auftauchen und den Sieg des Antivisionärs stoppen, damit der Krieg weitergehen kann. Nicht? Doch wie schaffte Epsilon dies überhaupt in der wahren Zeitlinie? Durch ihre Begnadigung. Kels letzten Wunsch. Bevor er gehen musste, als auch Aurora ihren Vater zurückbrachte. Doch nun, in dieser Zeit, geschahen diese letzten Wünsche nie. Epsilon wurde eingesperrt, die Strafe für ihre Taten. Hagel kehrte nie wieder. Und niemand rettete Polana Vatra, Elementara und Darkrai vor der Kernschmelze des Antivisionärs. Kel traf die falsche Entscheidung. Und alles, was verbleibt, ist die Leere. Inmitten dieser Leere ein Monster. Ein Monster mit unstillbarem Hunger, doch bereits allem verzehrt, was existiert und doch zur Unsterblichkeit verdammt. In endloser Qual wird es auf ewig durch die Überreste einer einst glorreichen Welt ziehen müssen.